Willkommen bei Kokosnuss. Auf jeden Fall, ich weiß, dass wir jetzt losfliegen können. Ja. Oh, wie tief geht's hier? Hilfe! Keine Batterie! Wir stürzen ab! Nein! Oh nein. 1 Zentimeter weiter nach vorne und wir könnten hoch. Aber warte! Zeitumkehr und da kann ich nach vorne springen. Ja! Aber ich kann ja erst, hier, diese, wie heißt das? Leuchtsam werfen, um zu gucken, was hier unten noch so ist. Aber spring! Ja! Oh, wie tief das da unten ist. Okay. Gut, wir sind oben. Und da ist schon eine neue Wurzel. Okay. Ihr Lichter? Keine Ahnung, wofür die sind. Aber beim, bei diesem Hub, bei dem Außenposten. Ah, beim Sperrposten, so heißt das. Da war ja auch so ein Stein. So eine Statue. Und die hat irgendwas über Irrlichter gesagt. Vielleicht kann ich die da hinbringen. Aber das ist doch noch ein Tempel, oder? Hm. Auf jeden Fall eine neue Wurzel. Nur Kuratat-Wurzel. Hui. Jetzt sehen wir den richtigen Tempel auf der Karte. Äußerst nice. Ah, unsere Herzen sind wieder repariert. Oh, wie schön. Endlich wieder Herzen. Okay, hier ist wieder so eine komische Statue. Was das wohl zu bedeuten hat. Aber die kann ich auch nicht fotografieren, oder? Oder doch? Wie das hier aussieht. Ich kann ja mal versuchen, hier ein Foto zu machen. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Ich mache es halt trotzdem. Vielleicht findet es ja Robelo cool. Aber was ist das hier unten? Es ist sehr tief. Oh oh. Und da ist irgendetwas. Aber ich gehe erstmal hier den Weg entlang. Hier ist nicht umsonst so ein ebener Pfad. Oh, wie tief es da hinten geht. Das ist nur eine Statue. Nee, ich fotografiere nicht alle Statuen. Es gibt so viele hier. Vielleicht sind das einfach nur Wegweiser, um Koga zu finden, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich nochmal gegen ihn kämpfen möchte. Aber warum nicht? Der hat sowieso nichts auf dem Kasten. Okay. Hier oben sind wir. Oh, wer bist du? Verdächtige Statuen. Oh, Yiga. Aber die hat eben gesagt, dass die Statuen gut im Dunkeln zu sehen sind. Was auch Wegweiser sein könnten. Was? So schwach bist du. Okay. Oh, Rubine. Schickes Schwert. Und hier, was ist das? Ein Heißluftballon. Was ist das? Da war irgendwas Fliegendes. Da! Das ist doch Koga! Auf seinem Flugzeug. Das ist so ein Jägerversteck. Irgendwie möchte ich da hin. Aber irgendwie möchte ich auch mit dem Heißluftballon hochfliegen, um zu gucken, was da oben ist. Oh, ich habe hier eine Wurzel. Da kann ich direkt hier hoch. Flammenwerfer. Einen Flammenwerfer auf den Boden. Und dann nehme ich die Ultra Hand. Und synthetisiere diese Flammenwerfer. Hier oben. Und dann mache ich diese an. Und gehe drauf. Und wir fliegen. Ja. Oh. Oh, nein. Oh, ja. Oh. Nicht bewegen. Cool. Oh. Hallo. Hallo. Betrug. Dumme Batterie geht direkt leer. Ich dachte, wir könnten jetzt was Cooles oben sehen. Dass da irgendwo oben ein Loch ist und wo wir wieder oben zum großen Plateau kommen. Apropos großes Plateau, wo sind wir gerade? Ach, wir sind schon hier drunter. 5 Minuten später und wir sind in der Gerudo-Wüste. Okay, das müsste doch Koga sein, oder? Ich glaube schon. Der Weg hat mich hier hingeführt. Oh, Qualmerling. Interessante Bauteile. Ich weiß nicht, was ich daraus machen könnte, um weiterzukommen. Ich laufe einfach mal. Ich habe nichts gemacht hier bisher. Ich habe noch 4 Herzen. Und ich gehe hier direkt schon zum Jägerversteck. Oh je, Mine. Diese dummen Leuchtsamen, wo sind die? Hä? Leuchtsamen, wo bist du? Da.
Hä? Hier sind so Seile. Da! Ah. Oh. Da fährt jemand mit dem Auto. Hat er mich gesehen? Nein. Okay, hier kommt schon Giga-Musik. Okay, wie lautet der Plan? Wie komme ich am besten irgendwie... Was soll ich überhaupt tun? Soll ich da hochgehen? Ah, ich weiß es nicht. Ach, nee. Ich kann hier erstmal mal speichern. Und dann auf... Einfach drauf losrennen. Los geht's. Hier sind überall Stacheln. Lass mich erstmal... Ach, nö. Schon jetzt hat der Plan versagt. Ja, gut. Und jetzt? Hallo? Da, wer bist du? Ein Jäger. Er ist direkt tot, aber ich kann sein Auto nehmen. Und dann über das Miasma fahren. Hehehe. Hehehe. Hä? Ach, ich dachte gerade, ich verliere Herzen. Okay, ich gehe drauf. Oh, cooles Auto. Aber ich bleib mal stehen. Weil hier Sachen sind. Okay. Ah! Nein! Warum sind da Stacheln? Ich komme nicht mehr hoch. So, nein! Ja. Sehr gut. Okay. Wo ist der Haupteingang? Hallo? Horst, könnten Sie bitte die Tür aufmachen? Hm, da ist auf jeden Fall ein kleines Häuschen. Und das oben ein Flugzeug. Ah. Hä, ich komme da nicht rein. Aber die öffnen auch nicht die Tür. Das ist echt unhöflich. Hier, oder? Ich werfe mal einen Leuchtsamen. Nein, kein Eingang. Hier, oder? Ich kann hier auf das Auto springen. Und dann da drüber. Nein! Ein Motorrad? Was haben die Jäger für coole Autos? Okay, ein Motorrad ist kein Auto, aber ich meine, coole Sachen, coole Fahrzeuge. Geh drüber! Wie die Jäger einfach immer noch nicht bemerkt haben, dass ich hier bin. Hallo. Wow. Schon jetzt weg? Ja, geschafft! Oh, ich bin drin. Was ist hier? Ist ein Jäger-Versteck mit Jäger-Leuten, aber hier ist niemand und die sind alle so schwach. Sind hier Bananen? Oh ja? Und Sonnenfleckchen. Was ist das hier für ein Buch? Jäger-Notizen. Okay. Ich kann da hochklettern. Aber was ist das hier? Diese Expedition sind hier irgendwie so Kämpfe, die man immer wieder macht. Ist das hier mit Koga vielleicht irgendwie so, dass man immer wieder im Untergrund verfolgt und immer wieder kämpft? Wie komme ich da hoch? Dass man ihn immer wieder besiegen muss? Hm. Wie komme ich da hoch? Ah. Das sind Raketen. Vielleicht kann ich hier Schilde. Diesen Schild nehmen. Synthese. Nein, Synthese. Und das dann mit Schild machen. Und dann einfach Schild rausnehmen und dann ist es wie realer Sturm. Ja! Oh, wie cool. Was ist hier? Ich komme hier nicht rein. Vielleicht muss ich ihn erst besiegen. Er muss nochmal hier hinkommen. Oh nein, ich habe nur noch 10 Pfeile, habe ich gar nicht gesehen. Alle für Meister Kuga verschwendet. Okay, komm her. Oh, ich sehe dich nicht. Jetzt. Nein. Wie kriege ich dich nur? So, jetzt. Oh, komm doch. Ich möchte gucken, was hier drin ist, aber es öffnet sich nur nicht. Ist hier hinten was? Nein. Was ist das? Komm doch runter. Ich bin der Eindringling hier. Du musst mich eigentlich aufhalten. Warum fliegst du sonst hier herum? Das gibt gar keinen Sinn. 6 Pfeile? Nur noch? Komm schon. Zeitumkehr kann ich nicht drauf machen, oder? Nö. Da sind Kisten drinne. Deswegen kann man hier rein. Aber da hinten. Das sind diese Irrlichter. Oh, das wird nichts.
Ich nehme mir noch eine Rakete an mein Schild. Ja. Und dann, wenn er gerade über mir ist, dann zünd ich die Rakete. Weil die sowieso hochfliegt. Komm her! Ja, 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 ja! Ja! Ich hab ihn. Ja! Aber es gibt keine Raketen mehr. Oh nein, wie komme ich jetzt da hoch? Komm schon! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Ich wollte das Irrlicht. Aber egal, wie komme ich jetzt da hoch? Es gibt keine Raketen mehr. Dies ist eine sehr gute Frage. Gibt es noch irgendetwas hier? Sieht aus wie ein Trampolin. Was ist das? Ja, was ist das? Kann ich nicht draufspringen? Oder vielleicht drauf schießen? Ja! Wie cool, ein Trampolin. Ja, was ist jetzt hier? Großer Sonne-Energiekristall. Oh, 20 Stück. Und hier ist Jiga-Bauplan. Oh, was ist das? Hier wird beschrieben, wie man Sono-Bauteile und anderes Material zu etwas Neuem kombiniert. Nutze für Nachbauten die Bautomatik. Ah. So, Bauplan habe ich jetzt bekommen. Okay. Ich habe mir was Besseres erhofft, aber... Naja, ich habe gar keine Pfeile mehr. Und ich weiß nicht, wo ich jetzt hin soll. Und in der Nähe finde ich keine Wurzel. Und ja, ich kann ja mal versuchen, dort hinten hinzukommen. Ne, es wird jetzt schon nichts. Hä? Wie kletter ich hier? Okay, aber ich konnte doch nicht mehr hoch. Kannst du so klettern? Als ob. Du kannst einfach so klettern. Stark, Link. Und jetzt da hoch. Deckensprung. Ja. Tada. Geschafft. Dank Deckensprung. Okay, einfach los. Da, es leuchtet was. Noch mehr Ruinen. Hier Lichter. Ein Haufen. Okay. Ein Haufen ihr Lichter. Da. Düster Wimmchen. Ah. Wieder nur einen bekommen. Egal. Wir haben 100 Irrlichter. Vielleicht können wir damit irgendwas bei diesem Stein machen beim Sperrposten. Oh, Wurzel. Das ist noch so ein Tempel oder so. Höchst interessant. Aber es ist nicht so interessant, dass ich hier überhaupt nichts sehe. Da ist irgendetwas. Wieder so ein Konstrukt, oder? Ja, ich glaube schon. Okay. Akav-Atik-Wurzel. Schön, und das war wirklich die nächste Wurzel. So, ab zu diesem Gelände da hinten. Hier ist nichts. Hier sind nur Bauteile. Ach so. Ja, dann nicht. Aber wer bist du hier? Du bist doch nicht wieder ein Jäger, oder? Ah, wieder ein Jäger. Ach, hier überall im Untergrund sind nur Jäger. Oh, ich habe keine Pfeile. Ja, und jetzt? Ja, Pech gehabt, du bist in mir gespawnt. Ah, weg bist du. Wieder ein Haufen Rubine und Bananen. Okay, ist hier noch was? Hier sind auf jeden Fall zwei Heißluftballons. Und, oh, ein Berg. Und hier sind überall Lampen. Muss ich da vielleicht hoch? Ich klettere auf jeden Fall mal hoch. Meine Ausdauer reicht nicht. Och, nee. Oder vielleicht kann ich da ja stehen und dann in der letzten Sekunde... X! Ho, 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 nein, nein, nein! Ach nein. Da nicht. Ich steck fest. So. Vielleicht da entlang. Was sind das eigentlich für Statuen da? Das sind irgendwelche komischen Bäume. Ja, dann gehe ich diesen Weg entlang. Oh, was sind das für komische Konstrukte hier? Also diese... Bäumen hier. Boah, wie das hier aussieht. Würde es doch noch heller sein, damit man mehr sehen könnte. Boah, diese Bäume hier. Da oben sind überall noch so Plattformen. Also kann man nicht nur hier unten laufen, sondern auch oben. Da!
Das ist wieder so ein Geist mit einer Waffe. Extra für mich die Waffe. Ja. Was sind das für Irrlichter? Sind das irgendwie tote Sonau oder Hylianer? Hm. Aber was ich weiß, dass ich hier eine Waffe bekomme. Ah. Voll. Aber was ist das für ein. Was sind das für Sternchen hinter dem Namen? Nee, ich glaube, das ist ein toter Geist von einem Hylianer. Oder? Und er gibt uns seine Waffe? Keine Ahnung. Eiselanze. Schön. Da sind noch drei Irrlichter. Wo sind wir jetzt eigentlich auf der Karte? Oh je. Einfach schon unter Gerudo. Ja, hier müssten die meisten Jäger sein, wegen dem Jägerversteck. Oh, cool. Ich kann ja überall hin. Okay, ist hier noch etwas? Hier ist Wand. Ist hier wirklich nichts mehr? Nee, man muss da hoch. Aber ich komme da nicht hoch. Ein Deckensprung? Dafür ist es auch zu hoch. Ja, da komme ich hier gar nicht mehr voran. Hm, dann teleportiere ich mich erstmal wieder hoch. Und zwar... Oh, hier ist ein Höhlensymbol. So ein Untergrund. Dann porte ich mich wieder zum Turm und fliege wieder zum großen Plateau. Okay, ich habe mich beim Turm wieder hochgeschleudert. Und weil ich auf der Karte wieder eine Markierung gesetzt habe, weiß ich jetzt, wo dieser Schrein bei dem großen Plateau ist. Da hinten, da ist auch so ein Turm. Aber ich glaube, das müsste bei Gerudo sein und das ist etwas zu weit. Okay. Ja, wir sind schon über dem großen Plateau. Es ist sehr dunkel. Ich sehe gerade nicht so viel. Aber ich sehe, dass da hinten so Muster auf dem Boden sind. Von weitem sah dieses Ding aus wie das Synthese-Symbol oder wie das Master-Schwert, aber nee. Doch nicht. Oh! Drachengegner! Die sehen mich schon von hier oben. Und können gegen mich kämpfen. Oh. Aber ich habe keine Ausdauer mehr. Ich falle jetzt runter. Hoffentlich lande ich auf dem großen Plateau. So knapp. Komm schon, Link, 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 Link. Ich muss es schaffen. X, nein. Oh. Ich habe X gespammt, nichts passiert. Oh, nee. Okay. Noch einmal. Ich glaube, ich muss erst auf die Himmelsinseln und von dort aus dann auf das große Plateau. Aber wie weit dieses Quadrat ist? Oder ist das weit weg und ich sehe das nicht? Keine Ahnung. Aber ist hier irgendwo eine Himmelsinsel in der Nähe? Ja, da hinten. Da unten. Da kann ich hin. Oder? Nee, meine Ausdauer reicht doch niemals dahin. Aber sonst sehe ich keinen anderen Weg. Oh, ich brauche mehr Ausdauer. Habe ich irgendwas zum Essen, wo ich mehr Ausdauer bekomme? Ja! Ausdauermedizin. Oh, wie gut. Dann war es echt super, dass wir die in den Schrein gefunden haben. Und weil ich extra noch so viel Ausdauer bekommen habe, komme ich jetzt... hier, ganz knapp... auf diese Himmelsinsel, wo ich wieder aufhören kann und von hier aus dann auf das große Plateau springen kann. Oder? Weil ich war hier ja noch gar nicht. Ich bin ja instant wieder runtergefallen. Früher. Funkelfrüchte. Cool. Aber sonst? Ist hier noch etwas? Irgendetwas? Hallo? Ist hier jemand? Hm, komme ich von hier aus da oben hin? Ohne Raketen sieht es nicht so gut aus. Nee. Ich glaube nicht. Oh! Da ist eine Insel, habe ich gar nicht gesehen. Von hier unten aus kann ich doch Deckensprung nach oben machen. Oder? Komm schon. Deckensprung. Nee, ist zu hoch. Oder? Nee. Hier ist so... eine Säule nach unten. Und dann komme ich hier durch. So, wir sind hier oben. Was ist hier? Ein Konstrukt. Ich habe keine Pfeile. Na toll. Boah. Der schießt eine Rakete. Okay, jetzt springen, damit ich nicht nochmal runterfalle. Aber weg bist du. Nein, der Bogen fällt runter. Oh. Spring. Ja. Okay, was haben wir hier? Hier müsste doch ein Krog sein, oder? Oder? Ich muss das anzünden. Ich habe keine Pfeile. Ah, ich kann ja einfach so Material werfen. Feuerfrucht, 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 wo bist du da? Boom. Ah, ich brenne.
Ein Stein. Kock. Jahaha! Krocksame Nummer 11. Und ich habe immer noch nicht mal Rundus gefunden. Okay, ist hier noch etwas außer dem Krog? Ich glaube nicht. Aber... Oh, noch Funkelfrüchte. Und das hier. Sonst nichts, okay. Aber die heutige Folge ist auch wieder zu Ende. Hier verlinke ich dir die nächste Folge, sobald sie online ist. Ciao, bis zum nächsten Mal.